Unsere heutige Veranstaltung beschäftigt sich mit der Frage nach der Qualität im Gesundheitswesen. Dreh- und Angelpunkt für die medizinische Versorgung ist der § 70 des SGB V. Qualität, Humanität und Wirtschaftlichkeit sind das Fundament des Leistungsversprechens. Was ist bedarfsgerecht? Was bedeutet ausreichend und zweckmäßig? Wie viel Leistung ist zu viel und wie viel ist zu wenig? Was bedeutet an dieser Stelle Qualität? Wer beurteilt und wer garantiert sie? Hier gilt es, die unterschiedlichsten Interessen von Anbietern, Krankenkassen und Versicherten in Einklang zu bringen. Die gesetzliche Krankenversicherung und damit Ihre und unsere Bemühungen sind ja darauf ausgerichtet, den Versicherten eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten. Unser Ziel also, dass jeder Patient und jede Patientin die medizinische Behandlung erhält, die er oder sie benötigt, deren Qualität gesichert ist. Das ist unser aller Bestreben. Gleichzeitig müssen wir aber dafür sorgen, dass unnötige Ausgaben im Gesundheitssystem verhindert werden, die knappen Mittel effizient eingesetzt werden, und zwar für hochwertige, qualitativ hochwertige Leistungen. Also im Grunde auf einen Punkt gebracht, dass jeder Euro dort ankommt, wo er ankommen soll und wo er den größten Nutzen stiftet. Es ist unter anderem eine wesentliche Aufgabe des gemeinsamen Bundesausschusses, eben den Nutzen, die Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit zu bewerten und damit die nähere Ausgestaltung dieses Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung zu bestimmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Qualitätsfrage steht also meiner Überzeugung nach keine Opferrolle zu. Egal. Wem es jetzt nützt, die Frage, glaube ich, muss man bei Qualität nicht stellen, die hilft uns allen immer. Und sie spart nebenbei auch Geld. Wenn man da was dran verbessern will, muss man auch sagen, Qualität ist erst dann wirklich im System angekommen, wenn Verhandlungsführer wichtige Ergebniskennzahlen auch kennen und nennen können. Aber das ist das, woran wir arbeiten. Was sind die Voraussetzungen? Kennzahlen müssen sich, wenn möglich, auf medizinisch wesentliche Ergebnisse beziehen. Es kommt nicht auf die Menge der Qualitätsindikatoren an, es kommt auf die Art an. Sie können mit vielen Qualitätsindikatoren auch die Qualitätssicht völlig vernebeln. Nochmal Prozess versus Ergebnis. Kleinteilige Prozesskernzahlen sind für das interne Management oft wichtig, für die externe Beurteilung aber oft nicht brauchbar. Natürlich müssen die Ingenieure bei Audi sich mit jedem Detail der Konstruktion befassen. Ja, aber ich als Kunde, wenn ich ein Auto kaufe von Audi, muss nicht die Konstruktionsdetails kennen, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Ich muss die Dinge kennen, die mich im Ergebnis interessieren. Ja, Perspektiven für die Qualität. Die Bedeutung steigt, die Krankenhäuser werden sich dem stellen müssen. Auch die Staatssekretärin hat es vorhin gesagt, es ist nicht damit getan, dass wir dem System irgendetwas überstülpen, bei dem die Krankenhäuser nicht mitgenommen werden oder sich nicht mitgenommen fühlen. Das wird aus unserer Sicht ein großes Problem sein. Unsere erste Grundbedingung für eine solche Systemveränderung lautet, der Patient muss die freie Krankenhauswahl entscheiden. Im Zweiten ist es aus unserer Sicht enorm wichtig, dass wir Transparenz schaffen. Denn, wie Herr Professor Manske schon sagt, wir wissen eigentlich viel zu wenig. Das wird eine der Herausforderungen sein, der wir uns zu stellen haben. Ja, weiterhin hohe Übereinstimmung. Die Frage, wir müssen dafür die Routinedaten nutzen, die wir haben. Sehr relevant wird auch die Frage sein, wie definieren wir Qualität? Und noch viel interessanter die Frage, wer deutet denn diese Ergebnisse als Qualität? Natürlich können Patientinnen und Patienten Qualität beurteilen, ist doch gar keine Frage. Das wird von ihnen jeden Tag verlangt. Ob es den mündigen Patienten gibt, wie er sich in der juristischen Literatur dann häufig wiederfindet und in der politischen Diskussion, ist eine ganz andere Frage. Aber natürlich beurteilen Patienten und Patientinnen täglich, was sie im Krankenhaus und bei ihren Ärztinnen und Ärzten erleben. Und sie machen das auch zum Maßstab ihrer Empfehlungen an Nachbarn, an Freunde, an die Familie. Wir haben jetzt gerade einen Beschluss gefasst, dass AQUA bis April nächsten Jahres prüfen muss, ob nicht alle Qualitätsindikatoren, die wir in der bisherigen stationären Qualitätssicherung erheben, in die Qualitätsberichte der Krankenhäuser Eingang finden müssen. Was von den Patienten selber abgelehnt wird, sind Benchmark-Systeme. Die Patienten wollen nicht die 100 besten Chirurgen, die sie sowieso dann nicht im Zweifelsfall unter Umständen gar nicht in Anspruch nehmen können, sondern sie wollen Daten haben, die ihnen eine Hilfestellung in der Wahl des geeigneten Krankenhauses und möglichst des Krankenhauses in ihrer Nähe geben. Die IKK stehen auch dafür, dass sie auch mal andere Wege ausprobieren und nicht nur die herrschende Meinung umsetzen. Deswegen vielleicht eine andere Definition von Qualität. Qualität ist objektiv messbares Übertreffen von Kundenerwartungen.
Das ist aus unserer Sicht der eigentliche Qualitätsaspekt, dass man zahlengetrieben über die Ziele eines Vertrages redet und dann Maßnahmen ergreift. Ja, was soll dann Qualität überhaupt? Und die Antwort für mich ist eigentlich, sie sollte dem Patienten etwas bringen. Qualität sollte Unterversorgung vermeiden in einer gesetzlichen Krankenversicherung. Die zweite Antwort ist die, dass ich eigentlich auch davon ausgehe, dass Qualität die Herausforderungen der Zukunft meistern soll. Und für mich ist eine der Hauptherausforderungen die Polymorbidität. Beide diese Dinge können Sie mit einem technischen Qualitätsverständnis, wie Sie sehr stark in Deutschland leben, mindestens aus meiner Wahrnehmung und wie Sie heute auch Professor Manski wieder dargestellt haben, werden Sie nicht abdecken können. Was ist der Gegenpol zur technischen Qualität? Und das kann eigentlich nur eine konsumenten- oder patientenorientierte Qualität sein. Und das hat mit Vertrauensqualität zu tun. Versicherten und Patienten haben das Recht, wirklich gute, nützliche Qualität möglichst schnell zu bekommen. Und die Orientierung, wie wir in Zukunft mit Innovationen, die qualitativ vernünftig sind, schnell umgehen können, ist eine ganz wichtige Zukunftsherausforderung. Ich glaube, wir müssen als Ärzte auch erkennen und als Leistungserbringer, dass wir hier eine Bringschuld haben. Und die Bringschuld bedeutet eben mehr als nur Input zu liefern, sondern es geht auch um den Outcome und nicht nur den Output. Und ich denke, hier brauchen wir Instrumente, die wir viel weiter entwickeln müssen. Und da ist einer der wesentlichen Wege, denn daran wird auch der Leistungserbringer sich orientieren, ist die Frage, ich vergüte nur noch dann, wenn die richtige Qualität am Schluss auch rauskommt. Qualität und Kosten können wunderbar in Einklang gebracht werden. Und gucken wir doch mal nach in die Gebiete, wo wir noch zu viele Füße abschneiden in der Diabetesversorgung, wo wir zu viele Knochenbrüche haben in der Osteopathieversorgung und so weiter und so fort. Da kann man ungeheuer viel Qualität ins System bringen und die kostet, außer das, was ich vorhin gesagt habe, die kostet eine Anfangsinvestition, das ist noch ein kleines Problem, ja. Aber dann wird es richtig billiger. Das gemeinschaftliche Interesse ist Ihr Versicherter und unser Patient und das ist die einzige Fokussierung, die wir haben sollten. Wenn wir das tun, ja, dann haben wir eine super Chance, mit dem Geld zurechtzukommen, was wir haben und wir haben weniger Leistungen, weniger Komplikationen und wir hätten ein vorbildliches, gesundes Wesen. Das war eine Runde, die versucht hat, unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Kompetenzen so zusammenzubringen, dass wir ein Stück weit in der Zukunft uns besser sozusagen verständigen in der Frage der Qualität, die ich für eine ganz entscheidende dafür halte, ob dieses System der gesetzlichen Krankenversicherung auch eine Perspektive hat, die diejenigen Menschen, die dazu gezwungen sind, dieses System in Anspruch zu nehmen, auch gut finden.